schleppt deinen Arsch zurück ins Haus! Um dich kümmere ich mich später! Ja, ja, komm her. Es ist schlimm genug, dass du mir meine Körper wegnimmst. Danke für die Hilfe. Was wirst du dich gegen mit meinem eigenen Fleisch und Blut? Das nervt langsam, Jack. Ich habe keinen Platz mehr. So viel Munition. Oh oh. Du wirst hier nicht wegkommen. Ja, nice. Okay, krass. So, wo ist das nächste Auge, hä? Da! Komm her, das nächste! Es war bis zum Schluss dasselbe Prinzip. Da habe ich ein Auge übersehen. Oh je, irgendwo hat er jetzt noch ein Auge, ne? Du verschwende deine Zeit! Ja. Verdammt! Wo bitte? Jetzt habe ich alles gesehen. Ethan, hier. Nein! Nutz das Serum an ihm! Du willst, dass ich ihn heile? Verdammt, ey. Das fühlt sich ja brutal. Geht's dir gut? Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns.
Verdammt. Aber ich glaube, das war notwendig. Du Arschloch, ey. Der letzte Griff war zu viel. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Ey, es tut mir leid, Zoe, aber... Wir haben gerade die Auswahl, diejenige, die uns zwar geholfen hat, oder halt unsere Freundin. Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht. Geht schon, ihr beiden. Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Vielen Dank. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Mia, ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch, ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ist das das Boot? Wie ist das nur hierher gelangt? What the fuck? Oh, du bist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Was zur Hölle? Was war... Mami, hier lang. Wie? Ethan?
Okay, hier unten kommt man nicht weiter. Was war das? Jetzt ist direkt die Luke offen. Crewliste: Captain Ed Carlyle,
Chefingenieur Paul Fitzgerald, erster Offizier Giovanni Finetti, zweiter Offizier Clark C. Walsh, Mechaniker Dwayne Chalmers, Kommunikationstechniker Jim Stockman, Arzt Gerald Waddle. Oh mein Gott, da ist immer noch jemand drin. Er muss sich vor etwas versteckt haben. Genau wie der Typ auf dem Klo. LNG-Tanker Annabelle, gebaut 1987, Tragfähigkeit 71.000 Tonnen, Länge fast 300 Meter. Was zur Hölle? Oh je. Nicht euer verdammter Ernst, Leute. Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich mal kurz Pause. Wir machen ab dem nächsten Mal hier weiter auf dem Schiffswrack. Wir sind jetzt in der Rolle von Mia. Ja, um nochmal ganz kurz zu rekapitulieren, irgendeiner mussten wir das Serum geben und so sehr Zoe uns auch geholfen hat, so nett das auch war, aber keine Ahnung, da muss man mal überlegen, jemand, den man persönlich kennt oder jemand, der einem in dieser misslichen Lage geholfen hat, aber auch aus Eigennutz natürlich dann, aber unabhängig von allem, was man jetzt irgendwie sagen mag. Ja, ich habe mich halt für Mia entschieden, aber was hier gerade los ist, alter Falter, ey. Ich würde sagen, nach dieser Folge brauche ich euch nicht zu sagen, dass ihr nächstes Mal am besten einschalten solltet. Ich glaube, da seid ihr von alleine aus schon dabei. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich glaube, die Folge, die ich jetzt aufgenommen habe, die werde ich auch zweiteilen, weil das war jetzt über eine Stunde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Razy. Bis dahin euch eine gute Zeit. Haut rein und wappnet euch für die nächsten Folgen. Ich glaube, jetzt kommen wir dem Finale deutlich näher. Wir haben jetzt Jack besiegt, Marguerite. Was mit Lukas ist, weiß ich nicht. Der ist abgehauen. Einfach ein Feigling. Aber jetzt, treffen wir das kleine Mädchen. Also Leute, haut rein.